Wir hoffen, euch gefällt unser folgendes Top 5 Filmranking. Bitte schreibt uns euren Favoriten in den Kommentaren und abonniert unseren Kanal, um nie wieder einen guten Film zu verpassen. Nummer 5. Ich weiß nicht mehr, wann ich das letzte Mal so etwas wie Hoffnung hatte. Und ich weiß erst recht nicht mehr, wann überhaupt noch jemand Hoffnung hatte. Denn ganz im Ernst, seit die Frauen keine Kinder mehr bekommen können, worauf können wir da noch hoffen? Heute wurde die Welt durch den Tod von Diego Ricardo erschüttert, dem jüngsten Menschen auf diesem Planeten. Der jüngste Mensch der Erde wurde 18 Jahre, 4 Monate, 20 Tage, 16 Stunden und 8 Minuten alt. Das ultimative Rätsel, warum sind die Frauen unfruchtbar? Manche sagen, es liegt an Genexperimenten, Umweltverschmutzung. Was glaubst du, warum wir keine Kinder mehr zeugen können? Ist doch völlig egal. In 50 Jahren ist sowieso alles vorbei. Es ist zu spät. Weitergehen! Weitergehen! Hallo, Theo. Wie geht's dir so? Entschuldige das ganze Theater. Die Polizei nervt extrem in letzter Zeit. Ich hab dich fast 20 Jahre nicht gesehen. Ich brauch deine Hilfe. Nicht für mich, für ein Mädchen. Wir müssen sie zur Küste bringen, an den Kontrollpunkten vorbei. Komisches Gefühl, dich wiederzusehen. Er hatte deine Augen. Warum bist du zu mir gekommen? Ich vertraue dir. Zeig es ihm. Jetzt weißt du, was auf dem Spiel steht. Wir müssen das Boot erreichen. Was ist das für ein Boot? Die Leute vom Human Project haben ein Boot geschickt. Das Human Project? Ja, die größten Köpfe der Welt arbeiten für eine neue Gesellschaft. Euer Kind ist das Wunder, auf das die ganze Welt gewartet hat. Ich verspreche dir, dass wir einen Weg finden, um dich zum Human Project zu bringen. Pass auf! Wir haben es fast geschafft, Kay. Wir haben es fast geschafft. Nummer 4. Sie sind ein ausgezeichneter Beobachter, Cole. Wir haben ein sehr hochentwickeltes Programm, etwas ganz anderes. Eine Gelegenheit, Ihre Strafe deutlich zu reduzieren. Und wesentlich dazu beizutragen, die Menschheit auf die Erdoberfläche zurückzubringen. Kein Führerschein, keine Fingerabdrücke, keine Haftbefehle. Und er ging auf 5 Bullen los, als wäre er zugecrackt bis oben hin. Welches Jahr haben wir? Für welches Jahr halten Sie es denn? 1996. Das ist die Zukunft, James. Glauben Sie, Sie leben in der Zukunft? Ich versuche nur Informationen zu sammeln, mit denen die Menschen in der Gegenwart die Entwicklung des Virus nachvollziehen können. Befinden wir uns jetzt nicht in der Gegenwart? Das hier ist ein Ort für Verrückte. Ich weiß natürlich nicht, wie das bei dir aussieht. Soweit ich weiß, könntest du völlig schusslos haben. Die Armee der 12 Monkeys wird das Virus verbreiten. Affen! Er lebt in einer bis ins Kleinste durchkonstruierten Fantasiewelt und die löst sich auf. Sind Sie süchtig nach dieser sterbenden Welt? Nein, Sir. Er braucht Hilfe. Ihr haltet mich nicht mehr für verrückt, wenn ab nächsten Monat die Leute sterben. Ich gehöre hier nicht hin. Ist hier wegen des Systems. Ich weiß ein paar Sachen, die du nicht weißt. Ja, mein Sohn. Sie haben mich ins falsche Jahr geschickt. Sind Sie da ganz sicher? Naturwissenschaft ist keine exakte Wissenschaft. Du hattest eine Kugel aus dem Ersten Weltkrieg in deinem Bein, James. Wie ist die da hingekommen? Ich weiß nicht. Sie sind ausgebildete Psychiaterin. Sie wissen, was wirklich ist und was nicht. Sie haben gesagt, ich hätte Wahnvorstellungen. Sie könnten das erklären. Ich versuche es ja. Die Zukunft muss unbekannt bleiben. Ich kann dir helfen, hier abzuhauen. Du kannst dich nicht vor ihm verstecken. Versuch's gar nicht erst. Wir sind allesamt Affen. Das Ding ist mutiert. Wir leben unterirdisch. Die beobachten dich. Ich will, dass wir wieder nach oben kommen, den Planeten zurückgewinnen. Nummer 3. Thank you.
зона — это очень сложная система ловушек, что ли. Но стоит тут появиться людям, как все здесь приходит в движение. Здесь исполнится ваше самое заветное желание. Самое выстраданное. Nummer 2. Wow. Hattest du schon mal einen Traum, Neo, von dem du glaubtest, der sei real? Und was wäre, wenn du aus diesem Traum nicht mehr aufwachst? Woher wüsstest du, was Traum ist? Und was Realität? Was ist los mit mir? Die Antwort ist irgendwo da draußen, Neo. Es ist die Frage, die uns keine Ruhe lässt. Was ist die Matrix? Die Matrix ist nur eine Scheinwelt, die mit der Realität nichts zu tun hat. Welche Realität? Sie beobachten dich, Neo. Der Mensch ist eine Krankheit. Das Krebsgeschwür dieses Planeten. Und wir bringen die Heilung. Schnell, holt mich hier raus! Willkommen in der Wirklichkeit. Du kommst also, um die Welt zu retten. Was brauchst du? Waffen. Eine Menge Waffen. Das hat noch nie jemand versucht. Darum wird's auch funktionieren. Schnall dich lieber ab. Hier wird's nämlich gleich ungemütlich, Baby. Nicht erklären, was die Matrix ist. Man muss sie selbst erleben. Nummer 1. Alles ist vom Öl abhängig. Wir töten für Benzin. Polizisten, es gibt kaum Plünder. Noch Wasser auf der Welt. Wasser. Wasser. Krieg um der Wasser. Krieg um Wasser. Hier kommen sie wieder. Alle haben den Verstand verloren. Du bist nicht der Einzige, Max. Hier ist alles nur Schmerz. Ihr wollt da durch? Dann tut, was ich sage. Nehmt mit, was ihr könnt und lauft. Was für ein Tag! Was für ein schöner Tag!
Wie heißt du? Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Bitte lasst es uns in den Kommentaren wissen und für weitere Top 5 Filmvideos vergesst nicht, Community TV zu abonnieren.